Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute geht es mal um ein paar sehr, sehr interessante News. Und zwar geht es darum, warum Apple und Google zurzeit tatsächlich Fortnite aus dem Google Play Store und aus dem Apple App Store gebannt haben. Und es geht auch darum, warum das Ganze für sehr, sehr viele Spieleentwickler wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Änderung sein wird. Ich werde euch dazu, wie gesagt, alles einmal in diesem Video erzählen. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren News mehr zu Fortnite verpassen wollt, könnt ihr gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Außerdem lasst natürlich auch für den Algorithmus eine Bewertung und Kommentar hier unter dem Video da. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch vom Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort bin ich zurzeit auch täglich live, meistens so ab 19, 20 Uhr. Schaut da gerne einmal rein. Wahrscheinlich, wenn dieses Video online ist, werde ich dort auch live sein. Also wie gesagt, checkt dazu gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Um das Ganze zu verstehen, sollte man mal mit dem Anfang beginnen. Und zwar hat das Ganze eben halt mit dem Mega-Drop von Epic Games begonnen. Das Ganze fand gestern statt und seitdem kann man tatsächlich 20% für alle Ingame-Käufe in Fortnite sparen. Zusätzlich dazu bekam man eben halt auch eine kostenlose Spitzhacke, eben halt passend jetzt zum Mega-Drop, und zwar sieht die so aus, ist auf jeden Fall eine ganz nice Spitzhacke und die bekommt eben halt tatsächlich jeder kostenlos. Außerdem jeder, der seit dem 14. Juli V-Bucks gekauft hat, bekommt jetzt eben halt sozusagen auch die 20% wieder zurück in V-Bucks. Und wie gesagt, ab jetzt müsst ihr beispielsweise für die 13.500 V-Bucks nicht mehr 99,99 bezahlen, sondern nur noch 79,99, und das auf jeden Fall für alle Spieler eine sehr, sehr nice Änderung. Ich meine, ein bisschen Geld sparen ist ja immer nicht schlecht. Und wie gesagt, beispielsweise hier auch beim Yellow Jacket Paket muss man jetzt auch deutlich weniger bezahlen, und das wird tatsächlich eine dauerhafte Änderung sein. Das heißt, es wird auch nicht mehr zurückgesetzt. Also ihr müsst nicht dann irgendwann wieder 5 Euro dafür bezahlen, sondern es wird jetzt eben halt auf demselben Preis bleiben. Dazu hatte eben halt Epic Games auch etwas auf der offiziellen Website gepostet. Das werden wir uns jetzt einmal anschauen, und dort hatten die eben halt einmal darüber beschrieben, dass es eine neue Zahlungsmethode auf Mobilgeräten gibt. Zuvor war es ja eigentlich immer so, dass man über den Google Play Store bzw. den Apple App Store bezahlen musste, bzw. eben halt auch beim Google Play Store, auch erst, glaube ich, seit 4 Monaten ist es dort, glaube ich, im Play Store drin. Vorher gab es auch eine andere Methode, und jetzt hat man eben halt zusätzlich als Auswahl noch die Epic Direct Payment Methode. Das heißt, ihr könnt dann sozusagen direkt zu Epic Games euer Geld schicken und müsst es nicht über Apple erst machen oder erst über Google machen. Und das Praktische für Epic Games ist natürlich dabei, dass sie die 30% Kosten sparen, die eben halt Apple und Google wegnehmen. Und ich muss sagen, das ist echt ein ganz schön hoher Betrag, dass die Apple und Google einfach 30% der Einnahmen einnehmen. Und dafür müsst ihr eben halt wirklich einfach gar nichts machen. Ich meine, es ist genau das gleiche eigentlich wie bei Twitch, dass die von den Bits da eben halt auch die 30% wegnehmen. Allerdings wäre es natürlich gerade bei solchen großen Stores wirklich nice, wenn das einfach mal reduziert werden würde. Und deshalb hat Epic Games das Ganze natürlich gemacht. Das Ding ist eben halt, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, eine andere Payment-Methode zu benutzen. Allerdings gibt es ja auch Unternehmen wie Amazon und beispielsweise auch die McDonald's-App beispielsweise, die benutzen eben halt auch ihre eigenen Zahlungsmethode. Allerdings bei allen Spielen gibt es eben halt nicht die Möglichkeit für die Entwickler, dass sie ihre eigenen Bezahlmethoden eingeben, und deshalb müssen die eben halt immer 30% abgeben. Das heißt beispielsweise, wenn man 10 Euro für V-Bucks bezahlt, kommen dann eben halt letztendlich tatsächlich nur 7 Euro bei Epic Games an, und so bekommen die sozusagen insgesamt sogar mehr, wenn die jetzt die Epic Direct Payment Methode benutzen. Allerdings geht es bei der ganzen Sache auch nicht um Geld, also die wollen damit nicht irgendwie reicher werden oder so, sondern die wollen einfach diese Monopolstellung vom Apple App Store insbesondere vernichten. Wie gesagt, das ist nicht erlaubt, und deshalb haben sich Apple und Google tatsächlich dazu entschieden, dass sie die Games aus den Play Stores rausnehmen. Also beispielsweise, wenn man jetzt einmal nach dem Play Store sucht und dort nach Fortnite gucken will, dann wird man das dort nicht mehr finden können und nicht mehr runterladen können. Also ihr könnt hier einmal nach Fortnite suchen und ihr werdet es nicht mehr finden. Hier gibt es irgendwelche anderen Apps, aber nicht mehr das normale Fortnite. Dort hat man jetzt immer wirklich keine Möglichkeit mehr, es runterzuladen. Epic Games ist dann natürlich auch wieder darauf hinzugekommen, dass sie eben halt eine Klage eingereicht haben gegen Apple und gegen Google, und sie wollen damit eben halt vor Gericht gehen und versuchen eben halt so ein bisschen etwas dagegen zu machen. Das Problem ist natürlich, dass Epic Games Einnahmen ein Witz wirklich dagegen sind, was Apple und Google verdienen. Das heißt, die werden da wahrscheinlich relativ wenig Chancen haben. Allerdings hoffen wir natürlich alle, dass es irgendwie funktioniert, dass eventuell wenigstens dieser Betrag etwas runtergeht, weil es wirklich irgendwie nicht mehr sein kann, dass es dass so ein großer Anteil an die ganzen Stores abgegeben werden muss. Beispielsweise ist es ja auch schon so auf dem PC. Ich glaube, Steam bekommt ja auch irgendwie 30% von den Einnahmen. Allerdings, wenn man etwas im Epic Games Store bezahlt, dann kommt eben halt auch alles bei den Spieleentwicklern an, beziehungsweise ein sehr, sehr großer
großer Teil. Bei Google geht das natürlich noch alles etwas leichter, da man andere Apps hat, wie zum Beispiel den Epic Store, den man runterladen kann. Man kann den Samsung Store beispielsweise benutzen und dort natürlich überall noch Fortnite ganz normal runterladen. Man kann alle Updates immer noch bekommen. Nur alles aus dem Google Play Store geht nicht mehr. Und die haben natürlich auch den Google Play Store nur aufgenommen, um eben halt jetzt gebannt zu werden. Denn sie hatten natürlich von Anfang an diesen Masterplan seit, wie gesagt, 4 Monaten, wo die eben halt in den Play Store reingegangen sind, hatten die von Anfang an diesen Plan eben halt, dass sie gebannt werden wollen und dann eben halt gegen diese Marken bzw. gegen die Stores klagen wollen. Die haben tatsächlich auch sehr, sehr viel Mühe da reingesteckt und haben dazu auch so kleine Trailer gemacht. Und dabei gibt es tatsächlich etwas sehr, sehr Besonderes. Wir werden uns das jetzt einmal ganz kurz anschauen und auch erstes kleine Hint im Prinzip hier, dieser angebissene Apfel. Vielleicht würde er auch als Skin tatsächlich in Fortnite reinkommen. Wäre auf jeden Fall ganz witzig und es soll so den fiesen Apple oder die fiese Apple-Marke darstellen und alles eben halt auch in Grau, das heißt so alles eben halt nicht wirklich gut und die versuchen eben halt damit dann sozusagen das Ganze zu retten beziehungsweise eben halt diese Stellung von Apple zu vernichten und eben halt zumindest etwas schlechter zu machen und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, die ganze Aktion. Dazu hatten die auch einen 18-Stunden-Livestream gemacht, wo das, glaube ich, 1984 mal abgespielt haben und hier steht es auch nochmal, Epic Games has defied the App Store Monopoly, das heißt, sie haben die Monopolstellung des App Stores angegriffen und deswegen hat eben halt Apple Fortnite geblockt von wirklich Milliarden Geräten und Fortnite Mobile ist ja wirklich echt beliebt. Es ist nun mal so, dass einfach verdammt viele Leute einfach ein Handy haben, wahrscheinlich die meisten und deshalb spielen eben halt auch verdammt viele Leute einfach Fortnite und das Ganze ist eben halt nochmal etwas kritischer wirklich bei Apple, da es eben halt bei Apple einfach keine Möglichkeit gibt, über einen anderen Store runterzuladen und ich finde das auch einer der Hauptgründe, warum eigentlich Apple wirklich so eine der schlechtesten Marken ist, neben dem, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis von Apple wirklich so absolut im Keller ist, aber auf jeden Fall finde ich es einfach nur extrem nervig, dass man auf Apple nur die Apps benutzen kann, die aus dem App Store eben halt kommen und dann eben halt teilweise Apple einfach entscheiden kann, wenn sie eben halt Features aus bestimmten Apps übernehmen, dass sie diese eben halt dann auch wieder aus dem App Store rauskicken und das ist irgendwie sehr, sehr unfair, muss ich sagen und ich hoffe wirklich, dass da etwas getan wird, weil Apples Preise und generell die ganze Politik von Apple wirklich absolut Schmutz ist. Wie gesagt, allerdings, es wird natürlich sehr, sehr schwierig für Fortnite, da natürlich Apple verdammt viel Geld hat. Und das Besondere bei diesem Trailer ist eben halt, dass es relativ viele Ähnlichkeiten hat zu einem anderen Trailer, der tatsächlich von Apple selbst kommt. Und zwar heißt das hier ja schon 1980 Fortnite, was eine Anlehnung an 1984, also 1984 sein soll. Denn dort wurde tatsächlich der erste Apple-Computer vorgestellt und da hatten die auch einen Trailer gemacht. Den sehen wir hier auf der rechten Seite und man sieht auf jeden Fall schon die Ähnlichkeiten. Dort haben wir eben halt einen anderen Mann, also natürlich nicht der Apple, der davor sitzt und auch keine Fortnite-Menschen, die hier sitzen und das Ganze sollte eben halt IBM darstellen und IBM war sozusagen der Marktführer, die hatten ein Monopol eben halt das ganze Computergeschäft angeht und damals gab es eben halt, wie gesagt, einfach keine anderen und Apple wollte das eben halt sozusagen vernichten. Jetzt hat sich das Ganze eben halt gewendet, IBM ist keine Rede mehr, keiner hat einen IBM-Computer, jetzt haben eben halt verdammt viele Leute Apple-Geräte, Apple hat ein Monopol bei sich selbst, wirklich ein extrem großes Monopol aufgebaut für Milliarden Geräte. Jetzt hat sich im Prinzip das Ganze gewendet und jetzt sind die sozusagen die Bösen und das, was sie eigentlich vernichten wollten damals, sind sie jetzt selber und ich finde diese Anlegung auf jeden Fall sehr, sehr nice und ist wirklich eben halt genau 1:1 übernommen, der Trailer, nur eben halt mit Fortnite-Charakteren. Allein dieser Trailer ist eben halt schon eine Anlehnung auf einen anderen Film, der schon Jahre vorher geschrieben wurde, der auch 1984 hieß. Ist auch sehr interessant, dass es tatsächlich auch im genau den gleichen Jahr oder aufs genau gleiche Jahr tatsächlich abzählt und das war immer eine Dystopie, wo es sozusagen eine Big Brother gab, der alles überwacht hat und der sozusagen auch wie so ein Monopol ist, weil rein theoretisch Apple eben halt auch alles überwachen kann, weil es so viele Geräte gibt und das ist eben halt schon allein die Anlehnung von Apple damals darauf gewesen und diese ganze Verbindung dazwischen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass sie da wirklich
wirklich ein extrem großes Ding daraus machen. Und was das Ganze jetzt eben halt für uns bedeutet, ist ganz einfach, dass wir auf iOS keine Updates mehr erhalten können, da nun mal der Apple App Store keine Fortnite nicht mehr unterstützt und die ganzen Updates ja immer von Apple runtergeladen werden. Und so könnt ihr beispielsweise eben halt nicht mehr auf Apple Fortnite spielen, solange ihr es einmal deinstalliert habt. Und es wird auch immer so für immer so sein, dass jetzt die Apple-Version von Fortnite nur auf der Version 13.4.0 bleiben wird und da wird es keine Updates mehr geben. Ihr werdet nicht die Season 4 erhalten, ihr werdet nicht den Season 4 Battle Pass erhalten, zumindest nicht bevor eben halt das Ganze zwischen iOS bzw. Apple und Fortnite geklärt ist. Auf Android, wie gesagt, geht das noch alles durch andere Stores, aber auf iOS werdet ihr dort keine Chancen haben. Die Server, die dort sind, werden auch alle auf dem Update bleiben und ihr werdet, wie gesagt, dort nichts Neues erhalten. Ist natürlich für Milliarden Spieler sehr, sehr schade. Allerdings gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass wenn sich dort Apple und Google dazu entscheiden sollten, die Preise bzw. die Einnahmen durch die ganzen Ingame-Käufe zu senken, dass eben halt viele kleine Apps dann eben halt auch die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr an den Ingame-Käufen zu verdienen. Und das ist eben halt das eigentliche Ziel von Fortnite, denn sie wollen eben halt, wie gesagt, einfach diese Monopolstellung von Apple und von Google vernichten. Und das ist auf jeden Fall alles, was man dazu wissen sollte. Wenn ihr übrigens auch jetzt euer Apple-Konto bzw. euer Fortnite-Konto auf Apple zurückgeben wollt, sozusagen das Geld wieder, was ihr da reingesteckt habt, zurückbekommen wollt, dann könnt ihr auch Apple anschreiben. Dort gibt es Links, sucht einfach nach Apple Fortnite, müsste man wahrscheinlich relativ leicht etwas finden können. Und wendet euch eben nicht direkt an Epic Games, weil es eben halt Apples Schuld ist, dass Fortnite nicht mehr auf Apple verfügbar ist. Hat auf jeden Fall Epic Games sehr, sehr schlau angestellt und die haben sich ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Und auch wenn es natürlich, wie gesagt, für viele Milliarden Spieler jetzt sehr, sehr schade ist, dass man auf Apple kein Fortnite mehr vernünftig spielen kann, ist es nun mal für den Großteil, für viele andere Spieler eine sehr, sehr nice Entwicklung. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es möglichst schnell vorbei ist mit der ganzen Sache. Und was wir auf jeden Fall für immer behalten werden, sind die günstigen Preise. Und darüber kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und das sind eigentlich so die ganzen Informationen jetzt zu diesem ganzen Event. Und ich hoffe, euch hat auf jeden Fall dieses Video gefallen. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.